Hier ist Tommy wieder, heute mit einem Clips am Start für euch. Ich glaube, den habe ich schon mal hochgeladen. Ich wollte damit nur euch nochmal zeigen, dass der immer noch funktioniert. Die Karte steht bei Beschreibung. Also ihr seht, der kann man jetzt anhaken. Dann zeige ich euch mal, wie er geht. So, ihr lauft einfach. Ihr müsst halt zwei Türen öffnen. Das wäre die zweite hier und natürlich da unten. Und dann lauft die hier zum Loch. Dann müsst ihr es erstmal kaputt machen, also runterfliegen. Dann lauft die hier wieder hoch. Hier wieder zum Loch. Und hüpft hier so auf das Brett, bückt euch und drückt ungefähr so weit. So, wenn ein Zombie wiederkommt. Was ist er denn? Dann seht ihr, kann euch nichts anhaben. Nur das Problem bei dem Glitch ist, ihr müsst aufpassen auf die Bomben, also die Bomben-Zombies und auf die großen. Aber wenn ihr die schnell abschießt, kann euch auch nichts passieren. Ihr fliegt zwar ein bisschen Energie, aber ladet sich ja wieder voll von daher. Ich zeig's euch mal. Zwar habe ich jetzt nur normale Waffe, aber und dass ihr auch seht, wenn mehrere Zombies kommen, dass das auch funktioniert. Na, dann kommt mal. Kommt mal zu Daddy. Wir müssen sie warnen, sonst sind diese Russen Geschichte. Wie ihr seht, kann mir nichts passieren. Und das Gute an dem Glitch ist, ihr könnt da raus und wieder rein. Das hat er mich jetzt erwischt. Bin ich doch nicht so weit vorne. Also doch noch ein bisschen weiter zurück. Aber ihr seht, jetzt passiert nichts mehr. Und dann guckt mal, wie weit man da vorgehen kann. Also ihr seht, noch ein bisschen. Dann kommt ihr an sich ganz gechillt. So, das war's dann erstmal von mir hier wieder mit dem Glitch hier. So, ja, ich zeig's euch nochmal, ihr hüpft dann einfach wieder hier rum. Duckt euch und dann geht ihr einfach ein bisschen vor, ungefähr so, und dann könnt ihr euch nichts anhaben. Okay, das war's von mir, euer Tommy. Bis zum nächsten Glitch. Wir müssen sie warnen, sonst sind diese Russen Geschichte.